Wir gehen heute auf den Market. Die Torte glitzert. Was ist da los? We're gonna ride a horse. Yes. Gehen gleich feiern. Hier gibt's voll die süßen Sachen. Peter Lawrence on tour. If you got it bad, like I got it bad for you. If you got it bad, like I got it bad for you. Morning in the morning! Wir starten heute den Vlog aus Cape Town. Wir machen heute was richtig Cooles. Oh, ey, wow. Und zwar sind wir hier alle ready gemacht. Wyoming. Everyone is here. Schön. Vollgeladen. Wir gehen heute auf den Market. Der ist immer am Wochenende. Wir machen heute noch so ein Wine Farm Stuff und heute Abend gehen wir Pony reiten. Also jetzt müssen wir uns auch mal ein bisschen beeilen und losgehen. Are you excited? Yes, I am. We are going on a trip to a Snigger Rocket. Das ist unser Ship, by the way. Oh mein Gott. Die Noelle wurde nämlich zerstochen und hat eine allergische Reaktion. Jetzt hat die hier so ein Kühlpack dabei. Hi. Und hier kommt unsere Truppe. Die Reisetruppe. Sau cool, den Fotografen, den wir gebucht haben. Der ist so cool, dass wir mit dem halt auch wirklich noch jetzt die Tage verbringen. Und der mit uns auf den Market geht und heute Abend auch mit zum Wine Tasting, Farmer's Ding. So really cool. Alle stehen hier so. Annabelle! Annabelle! We need the car keys. Can you open the car, please? Thank you. Wow. Da gibt es so viele Leckereien. Ich war da damals nämlich auch mit Ocean zu Part. Voll, dann müsst ihr auch noch jetzt aufpassen. Safe. Voll die süßen Sachen. Ich finde es auch in Weiß voll cute. So am Strand. Das ist so. Oh mein Gott, Cheyenne, du würdest aussehen wie in einem Farmer. Voll süß. Look what's in the bag, James Bond. Immer wenn ich so Kleider sehe, dann denke ich mir so, oh cute. Aber dann, wenn es mir wurde, ziehst du es nie an. The Russian Navy. Oh, oh. So schön. Ja, voll. Oh, das ist sweet, sehr, ne? Zieh's mal ein bisschen. Ich finde, es geht. Für den Strand auch und so, mit einem Bikini drunter. Ich finde es sausüß. Ich auch, ich nehme das. Guck mal, Caroline, das ist doch ein schöner Hut. Peter Lawrence. Ja. Maybe not. Not today. So, wir sind schon mal fündig geworden. Oh, Leute, das ist so cool. Ach. Habt ihr schon mal so eine schöne Torte gesehen? Die glitzert. Leute, hier gibt's nur TM11 Update. Leute, die Torte glitzert.
die Torte glitzert. Wow. Oh, I see what you're saying, yeah. Sag mal, esst ihr jetzt die ganze Creme da? Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wow. Hier und probieren jetzt eines dieser anderen Kleider an. Andersrum. Und vielleicht bringe ich da so viel ein Kleidchen mit, wenn das gut aussieht. This is how we do it. Dein Booty sieht so schön aus. Leute, ich hab... Ich gehe mal nach vorne. Ich habe so ein schönes Kleid für Sophie gefunden. Und deswegen habe ich es ihr jetzt ihr gekauft und mir. Und dann können wir Partner looken. Ja, so nice. Ich habe das Kleid gekauft. Dieses mit dem Chris vorne und den Cutouts an den Seiten. Für auch so für Sophie. Was kostet das? 60 Euro. So cute. So, wir sind angekommen und zwar bei, wie heißt das, Babylon Wine Dings. Und es ist so eine kleine Farm. Hier gibt es auch Esel und Hühner. Richtig süß. Wir machen hier ein paar Pics. Das ist einfach hier so schön. Hier kann man Wine Tasting machen und auch essen. Richtig cute. Okay, okay. So, die Caro wird jetzt hier, bin ich da reingetreten. Oh! Oh, do it for the vlog! Zeig mal! Oh mein Gott, das ist einfach Huhnkacke. Instagram vs. Reality. Ey, das war mein Karma, dass ich gesagt habe, Chicken Nugget. Safe. Oh mein Gott. Hey, scheiße, das ist richtig so grün. Bad. Ey, ich hab's verdient, sag's euch ehrlich. I deserve that. Peter Lawrence Camp. Was ist da los? Ja, was ist da los? Nichts ist los. Musst du jetzt mal erklären, was haben wir denn heute hier gemacht? Esel angeguckt. Genau, das haben wir heute gemacht. Den ganzen Tag. Wir gefahren sind, wir sind ungefähr eine Stunde gefahren und jetzt ziehen wir uns um, denn wir gehen jetzt gleich Pony reiten. Ich habe übrigens mir überlegt, dass ich vielleicht auch so ein bisschen mit Bubble meine Französischkenntnisse, die non-existent sind, aufzufrischen, weil ich beruflich halt viel in Paris bin und jetzt auch mit meiner Fam bald dort nochmal hinfahre. Und so langsam finde ich, sind so ein paar Sätze eigentlich schon, müssen eigentlich schon drin sein. Und ich habe ja auch saulange Türkisch gelernt, würde ich jetzt, also doch schon. Aber ich tue mich da einfach ein bisschen schwer. Und im Alltag öfter damit konfrontiert zu sein, ist auf jeden Fall easier, so eine Sprache einzubauen. Ihr könnt mit Babbel nämlich über 14 Sprachen lernen. Von Französisch bis Türkisch, auch Englischkenntnisse. Denn es ist auch nicht selbstverständlich, dass man Englisch richtig gut beherrscht. Auch Grammatik, ganz ehrlich, könnte ich auch immer wieder aufbessern. Das Ganze könnt ihr mit einer App lernen, ihr könnt es am Desktop lernen und es gibt aber auch Online-Kurse oder Privatkurse, Übungen, Podcasts und eine riesengroße Vielfalt. Ich habe nämlich auch früher Spanisch damit in der Schule gelernt
einfach weil ich von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt bin. Und das Gymnasium hatte schon Spanisch 1,5 Jahre länger als die Realschule. Und ich nie so richtig hinterhergekommen bin. Deswegen kann ich euch die App nur empfehlen. Und werde euch auch mal einen Link in die Infobox setzen, dass falls ihr dieses Jahr ein Sommerziel habt, wo ihr eure Sprachkenntnisse verbessern wollt, aufbauen wollt oder wie ich auch irgendwie in verschiedene Sprachen reinschnuppern wollt, werde ich euch den Link in die Infobox setzen. Da bekommt ihr 50% auf das Abo Lifetime. Das könnt ihr dann auch vielleicht euren Geschwistern oder Family Members, die auch die Sprache irgendwie so ein bisschen aufbereiten wollen oder aufbessern wollen, vielleicht auch Großeltern mal vorstellen, empfehlen. Ansonsten ist die App super einfach konzipiert. Ihr lernt die Aussprache, ihr lernt Grammatik, ihr lernt auch verschiedene Slangs, Betonung und das ist halt super easy und macht so viel mehr Spaß, als wenn man das einfach so Standard in der Schule abarbeitet. Deswegen ist das das Einzige, wie ich sowas gerne lerne. Und eine Lektion dauert, je nachdem wie schnell ihr seid, 5 bis 10 Minuten maximal. Und jeder kann sich so viel Zeit am Tag nehmen. Ich hatte das bei mir, bevor wir jetzt gereist sind, immer abends eingebaut oder morgens. Also entweder kurz vorm Schlafen gehen oder kurz nachdem ich aufgestanden bin, Skincare gemacht habe, um einfach diese 10 Minuten nach der Meditation durchzuhaben. Danach hat man sich schon so viel produktiver gefühlt. Und dadurch, dass man es am Handy macht, fühlt man sich als auch nicht so, als würde man gerade krass lernen, obwohl man es halt tut. Also falls ihr Interesse habt, verlinke ich es euch in der Infobox. Und wir ziehen uns jetzt um zum Fellreiten. Ich lasse es jetzt nicht an, aber Jeans it is, definitely. Jetzt geht's ab. Peter Lawrence on Tour. Bernhard Blocksberg sitzt halt auf dem Pferd und nicht auf dem Besen. We're gonna ride a horse. Yes. Me? Du. Oh Gott. Adios, amigos. Tschüss, Wyoming. Fiona ist allergisch. Oh mein Gott. Wir wissen nicht, was mit Fiona passieren wird. Boah, Leute. Das wird einfach so gut. Oh mein Gott, das ist super. For the man. The man. Das bist du, glaube ich. Ach, Leute, ich hab richtig Bock. Cheyenne gerade so, wo haltet ihr euch fest? Lebt das Healthy Life mit Cola Zero, Krispy Kreme, Oreos, Donuts, Kekse, Fertigsoße, Nudeln, und Karotten. Und some Starbellini. Cheyenne. Ich hab's auch geschabiert. Ich hab's auch Caroline. Caroline. Cheers. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors
your eyes take me home, take me to the sky. I got a good feeling, tell me the only thing you are is mine now. I got a good feeling. So, wir waren jetzt essen und gehen gleich feiern, müssen mal die Haare neu machen und wir schminken uns auch ab, denn wir wollen uns ja ganz fresh hier fühlen. Wir machen die Haare neu, wir machen Make-up neu und dann freuen wir uns auf eine wilde Nacht in Kapstadt. Kann man dir helfen? Ich habe mein Handy verloren jetzt. Hm. Wo ist mein Handy? Hä? Wo ist die Haarklappe? Hier ist eine Haarklappe. Ah! Oh Mann. Ja, sagen wir so, wir haben ja alle ein bisschen Verdauungsprobleme, um es mal gelinde auszudrücken. Wobei mir, bei mir geht's noch. Mit dem Kaffee und mit meinen Kapseln, dann rutscht es auch. Aber es rutscht halt die ganze Zeit, sagen wir mal so. Und bei anderen rutscht es halt gar nicht. Da ist es stockend seit diversen Tagen. Ich habe auf jeden Fall von der Cheyenne die Augenbrauen gemacht. Und ich glaube, sie wird sich gleich sehr gerne abschminken und es dabei belassen, dass ich sie nicht nochmal schminke. Ich gebe zu, es war nicht meine beste Arbeit, aber it was made with love, you know? It was made with love. So, ich schmink mich jetzt ab und dann schminken wir uns neu. Und wir sind sehr hyped. Wir gehen in dieses Café Caprice, heißt es. Na, no, mal gucken. Ich habe nämlich nur noch gemerkt, jemand hat so gemacht. Da habe ich mich umgedreht. Dann hat die Kamera. Du atmest wieder laut. Und ich wusste aber heute Morgen nicht, ob es wirklich so ist. Ich muss dazu sagen, ich bin von sowas leider sehr getriggert nachts. So Geräusche, die so, so routiniert kommen wie. Oder so ein Ping, weißt du, wenn so das Licht pingt. Oder wenn irgendwas knackt. Wenn es regelmäßig ist, ist es okay. Wenn es regelmäßig ist, finde ich es auch belastend. Ich finde es so belastend, weil ich dann in dieser Down-Phase warte ich bis wieder. Ja, das triggert einen richtig, ne? Ja, und deswegen mache ich dann immer so. Ich streiche dich extra. Das ich bin einfach wieder direkt gewesen, aber in meinem Gedanken war dann so. Wie atme ich leise? Aber danach bist du weg. Ja? Ja. Ja, war gut, dass du. Aber ich war viel mehr verwundert. Also, es bringt. Ich habe schon eine Stunde geschlafen. Es bringt meistens was. Ey, früher bei meiner Schwester, die war auch so ein Fall, weil ich habe der einfach die Nase zugehalten. Oh, der hat so laut geschnarcht. Auf jeden Fall, guten Morgen in the morning. Wir wollten mal ein kleines Update machen, wie wir es gestern im Club fanden. Ich mach mal hier kurz die Runde. Außer Cheyenne, ich krieg. Okay. Eine Sekunde auf. Okay, keine Runde. Dann machen wir jetzt hier einfach so ein Icon hin und schreiben darüber Cheyenne. Und dann so einen Lautsprecher und dann kannst du jetzt mal erzählen, wie du es gestern fandest. Kann ich so eine KI machen? Du mein Gesicht. Junge, ich will das Video morgen fertig bearbeiten, damit ich dann endlich mal in Ruhe. Also. Ich mach da keine KI. Ich fand's cool, waren coole Leute, schöne Leute. Fandst du nicht? Ich fand alle waren hübsch. Alle sahen schon verhältnismäßig. Waren eklige Männer auch. Ja. Aber ich glaube, es ist also, ja, aber ich wollte gerade sagen, in Frankfurt gibt es. Aber keiner von uns wurde jetzt irgendwie blöd angemacht, über, außer meine nice breasts. Was? Ja, doch, habe ich dir doch gesagt. Was? Als wir neben der Bar standen, ganz am Ende, kam doch so ein Typ. I just wanted to tell you, you have a very nice looking breast. Ah, was ist denn? Ich hab so lange überlegt, was Breast ist, weil ich glaube, das so absurd war. Oh Gott. Ja.
auf jeden Fall trotzdem waren die alle sau nett, finde ich. Also so, keiner hat so einen angebitscht oder sonst irgendwas. Also die waren alle Stecksoße auf die Schulter bekommen. Oh mein Gott, das ist so. Das, du bist gleich weird. Krank. Die Leute waren alle schön angezogen, fand ich. Und es war wie so eine Hausparty. Das fand ich auch toll. Ich fand auch, das Licht war ein bisschen zu hell. Also man hat sich halt so ein bisschen so beobachtet gefühlt und nicht so private. Ich mag das irgendwie mehr. Und ich fand auch, dass die Musik da ist gewöhnungsbedürftig. Aber wir kommen jetzt so ins Alter, wo sowas irgendwie normaler wird. Deswegen müssen wir uns daran jetzt gewöhnen, Leute. Und ich fand... Ja, das stimmt auch. Aber so Erwachsenenpartys sind halt alle so. Das Ding ist halt, wir werden nicht Taylor Swift für immer so oder Bruno Mars im Club singen können. So ab 25, 28 läuft sowas einfach nicht mehr dort, wo wir dann da hingehen. Ich kenne jetzt schon die Lieder nicht mehr im Club. Ja, im Peak lief gute Musik. Da bin ich übrigens jetzt wieder gute Musik. Aber da sind so, also die sehen alle aus wie 16 mittlerweile. Ja. Ja. Mit jedem Mal, wo ich da hingehe, sind die Leute irgendwie jünger. Ja, das kommt einem jetzt so vor. Ich habe da trotzdem Bock, nochmal hinzugehen. So richtig so mit Sneaker, Jeans, Top. So richtig einer Frau, die einfach tanzen. Okay. Also ich fand, die sahen sehr gut aus. Ich muss sagen, die Männer sahen besser aus als die Frauen, ausnahmsweise. Ja. Aber wurde uns ja schon gesagt, dass die ganzen Frauenmodels schon aus Kapstadt weg sind, weil das jetzt nicht mehr Saison ist. Deswegen hängen jetzt hier nur noch die Jungs rum. Okay. Wirklich? Ja. Oh Mann. Ja. Jetzt du. Ich find's cool. Ich fand, da war eine entspannte Stimmung irgendwie. Es war niemand am Handy, alle haben einfach nur getanzt. Wir waren die Einzigen, die Videos gemacht haben. Hallo! Das war irgendwie ein cooler Vibe. Ich fand die Musik eigentlich ganz cool. Aber es ist halt, also, ich mag es lieber, wenn man so richtig mitsingen kann. Mhm. Deswegen war das, das hat nicht so ganz funktioniert, weil da ja viel so. Aber sonst fand ich es eigentlich echt cool. Aber dann, ich hatte halt nach einer halben Stunde irgendwie Rückenschmerzen und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Mhm. Also ab dem Moment, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr. Ich war die Erste, die es gesagt hat, ne? Du hast zu mir, das allererste, was du zu mir gesagt hast, ich habe Lust auf M&M's. Da wusste ich schon, okay, das dauert jetzt auch nicht mehr lange, bis hier rein will. Aber sonst fand ich es schon cool. The Shiny. Ich fand es auch eigentlich ganz cool. Aber die Musik war auch nicht so meins. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann schon geil sein. Ich glaube, war noch nicht in der Mut dafür. Ja. Aber ich dachte, auch wieder, was du mir gerade gesagt hast, weil es so hell da drin war irgendwie. Mhm. Ab einem gewissen Punkt wurde es dunkler. Ja, ja. Ich glaube, das liegt auch daran, weil es so weit All-Day-Everyday-Party ist, dass sie dann irgendwann, ja, ab 12 Uhr sagen, na, okay, wir machen jetzt das dunkler, weil es jetzt offiziell Club ist. Wir waren da halt noch relativ früh. Ja, stimmt, das ist ja eigentlich, das heißt ja sogar Café. Ja. Also eigentlich kannst du da den ganzen Tag hin abdancen. Ja. Sebastian meinte ja auch, als ich dem geschrieben habe, wegen Abendessen, meinte er so, ja, da, bevor wir zum Abendessen gegangen sind, ging es ja schon da ab. Da war sogar, als wir da hingefahren sind, wo ihr gesagt habt, oh ja, dann gehen wir hin, die war noch da, als wir da waren. Krass. Woher weißt du das? Ist dir aufgefallen? Ich hab sie wiedererkannt. Die hatte so einen Abend, ich war so, okay, die ist jetzt cool. Ja. Ich war so um 5 oder so. Apparently she had a lot of fun there. Ja, auf jeden Fall, war es jetzt das einzige Mal, dass wir feiern waren, aber es war eigentlich ganz cool. Und generell gefällt mir Kapstadt richtig gut. Ist halt so nice, weil das letzte Mal, als ich mit Ocean zur Party war, war es einfach noch ein anderer Vibe. Ich muss euch gleich mal Bilder zeigen. Mhm. War das 2018? Nein, nicht so früh. Ja. 2020 im Januar. Mhm. Also jetzt 3 Jahre her. Es ist so different. Und ich war auch am, wie heißt nochmal der Strand hier vorne? Clifton? Ja. Am Clifton Beach und hab da Bikini-Bilder gemacht. Auf dem Tafelberg war ich auch. So crazy. Okay. Deswegen beende ich jetzt hier den Vlog. Danke fürs Anschauen. Tschüssikowski in the house. Und was sagt man Tschüss auf Afrikaans? Bye bye, my friend. Genau, bye bye, my friend. If you got it bad, like I got it bad for you.